Wie war das, wie die erste Bestellung reinkam? Ein großes Hallo, große Freude. Lange darauf hingearbeitet, sehr gründlich und eine tolle Vorbereitungszeit mit dir gehabt. Und ja, es war toll, endlich diesen Einstieg dann und dieses greifbare Ergebnis zu haben. War schön. Jetzt haben wir ja den Verkaufsprozess vorbereitet, wir haben die Anzeigen aufgesetzt und dann haben wir das freigeschaltet, die Anzeige und der erste Verkauf, der hat nicht lange auf sich warten lassen. Nein, das war wirklich ruckzuck. Und das war dann, ja, es war etwas, was ich dann auch wirklich verbuchen konnte. War ein ganz toller Einstieg. Es kamen dann ja auch schnell die weiteren Verkäufe. Es macht einfach Spaß, diesen Kontakt zu haben, auch zu den Leuten, gerade jetzt in dieser Zeit, in der ich viel hier mit Vorbereitungen und fleißigem, stillen Arbeiten zu tun habe. Ist das eine große Freude, auch diese Anerkennung zu bekommen? Du bist ja Künstlerin. Du hast eine ganz besondere Art von Kunst, die du verkaufst. Und wir verkaufen diese Kunst direkt von den sozialen Plattformen aus, direkt mit einer Werbung, ohne einen aufwendigen Verkaufsprozess. Sag doch mal, was du genau machst. Was ich als künstlerische Arbeit mache, meinst du? Ich mache Miniaturcollagen, wie ich sie nenne, aus kleinsten pflanzlichen und sonstigen Fundstücken. Ich klebe wirklich absolut banale Fundstücke wie abgefallene Blüten, verloren gegangene Hemdknöpfe, klebe ich auf Papier, ganz banal formuliert. Und indem ich so winzige Drehungen und Ergänzungen durch kleine Striche setze, ergibt das vollkommen neue Mikrokosmen mit vogelartigen Wesen oder auch mit Insekten. Hättest du dir vorstellen können, das ist ja eine sehr besondere Kunst, die du machst, ja, für ein sehr besonderes Publikum, ja, also die auf der einen Seite Kunst schätzt und die anderen aber auch sehr naturverbunden ist und das den Blick für das Besondere hat. Hättest du gedacht, dass du diese Menschen so einfach mit Werbung über die sozialen Netzwerke erreichst? Das habe ich mir so einfach nicht vorgestellt. Ich habe ja, bevor ich dich kontaktiert hatte, auch schon immer wieder meine Werke gezeigt. Aber dass ich das dann so erfolgreich dann auch einer größeren Plattform zeigen kann, das habe ich nicht erwartet. Deine Unterstützung ist also wirklich fantastisch. Danke, aber ich habe ja auch tolle Kunden. Das hat mich auch überzeugt. Du hast eine interessante, sympathische Auswahl an Kunden. Da fühlte ich mich auch ganz gut aufgehoben. Ja, wir sind eine coole Truppe. Ja.